Einen wunderschönen guten Tag und hallo. Auch dieses Jahr wieder werden wir selbstverständlich die gesamte E3 bei uns live präsentieren, live streamen. Währenddessen sitzen nicht nur wir beide wieder hier, sondern auch eine wilde Mischung aus unterschiedlichen Begleitern. Wer die letzten Jahre zugeguckt hat, der wird sich das schon ungefähr vorstellen können. Leider Gottes ist es dieses Jahr ein bisschen weniger Pyjama-Party als sonst, weil sich die Termine ein bisschen mehr auf mehrere Tage verteilen. Und welche genau das sind, ist ein wunderschönerer Mitmoderator. Am Samstag legen wir los um 21 Uhr mit EA. Und mehr ist dann tatsächlich am Samstag auch nicht. Am Sonntag geht es dann weiter um 23 Uhr mit Microsoft. Und auch da ist dann nicht mehr. Außer, wenn wir uns vorgenommen hätten, wir machen danach auch noch Bethesda. Das Problem ist, danach ist 6 Stunden danach, weil erst um 6 Uhr morgens am Montag ist die Bethesda-Konferenz. Und das machen wir einfach so, wie wir es auch schon im letzten Jahr gemacht haben, dass ich die am Folgetag so ein bisschen zusammenschneide und wir die dann im späteren Livestream gucken, denn am Montag geht's los um 22 Uhr mit Ubisoft. Und danach ist eine Pause, die ein paar Stunden geht, und dann ist Sony. Und in dieser Pause gucken wir uns dann die Zusammenfassung von Bethesda an. Nice. Und dann ist am Dienstag um 18 Uhr Nintendo mit dem Nintendo Direct Event. Die machen ja keine Pressekonferenz mehr, schon eine ganze Weile. Aber diese Digital Events, das schauen wir uns dann an. Und dann ist es so ein bisschen open-ended, je nachdem, wie interessant der Treehouse-Stream danach ist oder ob es noch andere Sachen gibt. Aber das ist zumindest der Plan, wie er momentan steht. Und das wird hervorragend, das wird großartig. Und zu der Einstimmung dachte ich mir, ich kann eben einen Hype-Witz vorlesen. Achtung, liebe Leute, wie steht's mit Ihrer Schlaflosigkeit, fragt der Arzt. Immer schlechter, ich kann nicht einmal mehr schlafen, wenn es Zeit ist, aufzustehen. Gut, er hat was zu zeigen. Fickt euch! Wie schnell arbeitet ihr? Motherfucker! Du kannst keine Mario Maker Level bauen! Vollkommen unabhängig davon möchte ich mal sagen, wir streamen jeden Donnerstag um 18 Uhr. Brauchst du eine Decke, Robin? Ich habe irgendwie gerade ein ganz komisches Gefühl für diese ganze E3. Ich fühle mich unten angefasst von diesem Video. Oder was war Marzi? Ich bin mir nicht ganz sicher.